Ja, einst Liebling des TecDAX war die Nordex-Aktie. Nordex heute mit dem Quartalsbericht. Naja, und da hat natürlich der CEO, der Vorstandsvorsitzende aus Spanien, Luis Blanco, gar keine so einfache Aufgabe. Aktuell, es ist und es bleibt natürlich schwer für den Windkraftanlagenbauer und Produzenten innerhalb des Marktes tatsächlich sich zu positionieren. Und so war es auch nicht unverständlich, dass man hier zuerst einmal mit weniger Aufträgen aufwarten musste. Das heißt, da läuft es aktuell etwas schleppend. Aber Luis Blanco hat ganz klar gesagt, in der zweiten Jahreshälfte erwartet er da deutlich mehr Auftragseingänge. Also muss man schauen, dass natürlich die Erlöse auch zurückgegangen sind von 648 Millionen Euro auf nur noch 488 Millionen Euro. Aber damit waren trotzdem die Erwartungen der Analysten etwas übertroffen worden, die Zahlen also besser, als man bei Zeiten gehofft hat. Man muss natürlich dazu sagen, es ist ein schwieriger Markt, gerade für die Windkraftanlagenbauer, vor allen Dingen für Deutschland. Seitdem wir dort hier dieses Auktionsverfahren haben, naja, seitdem ist es natürlich auch schwieriger geworden für die Produzenten tatsächlich Aufträge zu bekommen. Denn letztlich bekommt nur der dann einen Auftrag, der halt eben auch die geringste Vergütung verlangt. Und da muss man natürlich bei Zeiten halt eben auch mithalten, beziehungsweise sich auch überlegen, möchte ich denn dann diesen Auftrag, beziehungsweise lohnt er sich denn dann überhaupt für mich und mein Unternehmen. Aber Luis Blanco hat auf jeden Fall eines getan. Er hat die Jahresziele, die Jahresprognose zuerst einmal bestätigt. Und das gefällt den Aktionären heute. Man muss sagen, die Aktie liegt in etwa bei 9,58 Euro im Markt, kann heute 8,1% hinzugewinnen. Also wenn man sich überlegt, gut, man hat natürlich einiges an Kursen, einiges an Potenzial, einiges an Geld dementsprechend verloren, seit den guten Jahren 80% Kursverlust. Naja, aber jetzt wird es natürlich dann weiterhin spannend, denn wir haben ja vor ein paar Wochen eine Nachricht bekommen, dass Jan Klatten, der Aufsichtsrat bei der Nordex, verheiratet mit Susanne Klatten, der Quant-Erbin, zuerst einmal nochmal für 500.000 Euro Aktien gekauft hat. Also dementsprechend die Familie Klatten dementsprechend hier mit 5,5% jetzt mit einer der großen Investoren von und bei Nordex. Und diese Kaufansichten sind natürlich innerhalb des Marktes immer sehr, sehr beliebt. Drücken sie doch letztlich aus, dass auch der Aufsichtsrat Jan Klatten hinter seinem Unternehmen steht. Steht, auf Wachstum, auf Prognose setzt und dementsprechend auch davon ausgeht, dass der CEO, der Vorstandsvorsitzende, hier sein Wort halten kann, in der zweiten Jahreshälfte tatsächlich mehr Aufträge nochmal zu generieren, sodass der Kurs dementsprechend auch weiter nach oben laufen könnte. Die große Wende, ja, die erwartet allerdings Luis Blanco, da ist er fair, erst im Jahr 2020, also 2018 und 2019, sieht er dementsprechend zuerst einmal auch als Übergangsjahre. 2020 soll dann die ganz, ganz große Wende kommen. Aber wie gesagt, vom Zahlenwerk war man dann heute von Aktionärseite aus dann doch relativ zufrieden. Nicht umsonst, wie gesagt, die Aktie heute mit über 8% im Plus. Also da wird dann doch nochmal ordentlich nachgekauft. Und wie gesagt, dass man die Jahresziele letztlich dann nochmal bestätigt hat, der Ausblick also somit positiv ist für die nächsten Quartale, vor allen Dingen halt eben für die nächsten Jahre, ja, das scheint die Aktionäre momentan dann doch auch mehr als zu beruhigen. Dementsprechend heute, wie gesagt, der Aufschlag von 8,1%, vielleicht dann halt eben auch dementsprechend positiv zu bewerten, dass die Aktionäre dann doch nach wie vor an die Pläne von Luis Blanco glauben, die Zahlen, wie gesagt, hinnehmen, aber tatsächlich die Wende hin zum Guten, auch wenn noch ein bisschen gewartet werden muss bis zum Jahr 2020, als durchaus positiv und zwar ambitioniert, aber letztlich dann doch als schaffbar bezeichnen. Dementsprechend die Nordex-Aktie heute mit einer der Highflyer innerhalb des Marktes.